die Ernährungshelfer sind endlich am Ziel. Ernährungshelfer? Ja, der arme Cruz hat doch schon so lange nichts gegessen. Die Vorräte wird er hier kaum schaffen können. Wahrscheinlich hat er den Kühlschrank nicht geöffnet, seit Eden weg ist. Man kann sich doch nicht ausschließlich mit Hamburgern und Pizza den Bauch vollhauen. Genau, und wir werden dieses Problem lösen. Allerdings gibt es da eine Schwierigkeit. Ach, wieso denn? Kommt mir nicht an meine Schlüssel. Ich werde die Klingel benutzen. Ach, vielleicht sollten wir ganz einfach laut rufen. Sehr gute Idee, aber ich versuche erst mal zu klingeln. Kann ich Ihnen helfen? Wer sind Sie denn? Und wer sind Sie? Ich bin die Mutter von Cruz. Und ich bin seine Schwiegermutter. Oh, es hat ganz den Anschein, als würde ich hier nicht hingehören, oder? Ist mein Sohn da? Ja, das ist er. Kommen Sie doch rein. Oh Mann, was für eine Nacht. Wie spät ist es eigentlich geworden? Du siehst aus, als wärst du heute nicht gerade in guter Stimmung. Es gibt auch keinen Grund dafür. Na, gestern war die Welt doch noch in Ordnung. Das war, bevor ich mit Julia geredet habe. Was hat sie denn getan, dass du so eine miese Laune gekriegt hast? Sie hat wieder Unterlagen über die Bohrinsel in der Hand. Ja, das habe ich gehört. Du hast nicht nur etwas darüber gehört, sondern du hast etwas getan. Ich wollte ja auch schon längst darüber reden. Ich konnte die ganze Zeit nicht verstehen, wieso sie die Untersuchung ohne Beweise wiedereröffnet. Doch dann war alles klar, jemand hatte ihr Kopien gegeben und dieser jemand warst du. Wie immer hast du vollkommen recht. Warum, Mason? Es ist nicht so, wie du denkst. Nein, es ist noch viel schlimmer. Wie konntest du das nur tun? Ich dachte, wir würden uns jetzt viel besser verstehen. Warum hast du das getan? Tja, wir haben uns sehr gut verstanden, besser als je zuvor. Und wieso treibst du ein falsches Spiel mit mir? Auch wenn es nicht glaubhaft ist, ich habe eine Erklärung dafür. Ich habe zwar nicht die geringste Ahnung, welche deiner gespaltenen Persönlichkeit die Kopien gemacht hat, aber dafür weiß ich genau, wer sie ihr übergeben hat. Merkst du was? Mason ist zurück und er will seinen Vater genauso fertig machen, wie Sunny ihn fertig machen wollte. Aber ich will dich doch gar nicht fertig machen, Dad, wirklich nicht. Ganz im Gegenteil. Und was willst du dann? Willst du mich etwa beschützen oder was? Genau. Vor was denn? Ich beschütze dich vor dir. Schau mal hier. So große Finger wirst du auch mal bekommen. Sie werden von Tag zu Tag immer größer. Wir beide werden bald wieder eine richtige Familie haben. Freust du dich darüber denn auch so? Ist das rührend, wenn es nur wahr wäre. Was willst du denn? Der Tag hatte so schön angefangen. Sag mal, mit wie vielen Betrügern hattest du es schon zu tun? Mit vielen. Jedenfalls genug, um zu wissen, dass er es ehrlich meint. Es ist wirklich unglaublich, was du dir vormachen lässt. Herzlichen Dank für das Vertrauen, das du in mich setzt. Ich wünschte, das Gesundheitsamt würde uns zwingen, Aufkleber mit Inhaltsangaben zu tragen. Man könnte dann erkennen, dass der Hauptbestandteil des neuen, verbesserten Käpfel einzig und allein aus Mist besteht. Auf deine Inhaltsangabe stünden dann übersaure Weintrauben. Ich will mit dieser Familie von Clowns nichts zu tun haben. Ich bin die einzige Person, die ihnen dieses Schauspiel nicht abkauft. Ich werde versuchen, diesen ganzen Zirkus aus der Stadt zu jagen. Offizielle Bekanntmachung. Käppel fall durch zurückerlangte Beweise wieder eröffnet. Na, was sagt ihr? Hätte nicht erwartet, das noch einmal lesen zu dürfen. Ja, aber die haben etwas vergessen. Nämlich Dank Scott Clarkin zu schreiben. Das wollte ich auch gerade sagen. Nein, das haben wir Julia zu verdanken. Ich frage mich, ob sie wegen gestern Abend noch sauer ist. Sie glaubt sicher, dass ich noch wütend bin wegen gestern Abend. Ich weiß, dass sie es noch ist. Und da hat sie auch recht. Ich werde mich doch wohl noch für einen alten Freund freuen dürfen. Ich weiß schließlich am besten, wie viel ihm dieser Fall bedeutet. Deswegen muss sie mir ja nicht gleich den Kopf abreißen. Ich hätte ihr den Kopf abreißen sollen.
Vielleicht habe ich etwas übertrieben. Naja, vielleicht habe ich auch ein bisschen übertrieben. Meine Güte, ist hier dicke Luft. Hat jemand etwas von Chelsea gehört? Sie geht. Ich habe eine Karte von Chelsea. Lies sie uns doch mal vor. Oh ja, bitte. Also, liebe Heather, Scott und Celeste, ich schreibe vom Flughafen. Wir fliegen gleich zu meinem neuen Zuhause. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Der Mann hinter dem Schalter hat mir gesagt, ich sehe genauso aus wie meine Mami. Er hat nichts gemerkt. Toll, nicht wahr? Ihr seid meine besten Freunde auf der ganzen Welt. Und ich werde nie vergessen, was ihr alles für mich getan habt. Viele Grüße, Chelsea. Auf Chelsea. Ja, auf Chelsea. Auf Chelsea. Ich wollte eigentlich noch etwas sagen, bevor du mich unterbrochen hast. Kannst du nicht mal eine andere Platte auflegen? Die hat schon einen Sprung. Am liebsten würde ich dir diese Platte auf den Kopf hauen. Ich würde es wahrscheinlich gar nicht merken, denn ich bin wahnsinnig glücklich. Verdirb mir nicht alles und lass mich in Ruhe. Wahnsinnig ist genau der richtige Ausdruck. Du hast einfach den Verstand verloren. Merkst du denn nicht, dass du in eine Katastrophe hineinrennst? Aber ich habe einen Wahnsinnsspaß auf dem Weg dorthin. Ist dir denn niemals der Gedanke gekommen, dass Honey nicht weg sein muss, nur weil Mason das behauptet? Nein, und ich brauche niemanden, der mir das sagt. Ich werde es schon selbst rausfinden. Und du meinst, die letzten paar Wochen waren schlimm? Dann warte nur, bis er richtig warm läuft. Ich habe seine Hitze schon gefühlt. Du konntest das Herz pochen hören. Erspar mir das. Wir reden von einem Mistkerl, der nicht nur die Frechheit hatte, dich zu erpressen, sondern auch noch den schlechten Geschmack, Gina zu heiraten. Außerdem ist er Schweinekrusten. Mason und Sunny sind doch zwei Seiten derselben Medaille. Mason hat dir das Leben zur Hölle gemacht und Sunny war auch nicht besser. Aber Mason hat sich geändert und er liebt mich nun mal. Und er selbst liebt sich auch sehr sogar. Das macht nichts. Weißt du was? 5 Minuten Glück mit Mason sind genauso viel wert wie ein Leben lang Kummer mit einem anderen Mann. Ach, das ist hundertprozentig das Allerdümmste, was ich in der letzten Zeit an Sprüchen von dir gehört habe. Es klingt wirklich blöd. Ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe. Was passiert eigentlich, wenn dein Mr. Wonderful einen Rappel kriegt und dann auf einmal anfängt, irgendeine Country- oder Western-Show abzuziehen? Was machst du dann? Ich werde ihn auf seinen Mund küssen und wir werden viel Spaß haben. Ach, ich bitte dich. Selbst wenn Mason Sunny endlich losgeworden ist, dann spricht das noch lange nicht für einen gesunden Verstand. Seine Mutter sitzt in irgendeiner Klapsmühle und setzt Spinnweben an. Und im Vergleich zu ihm erscheint sie noch normal. Ansonsten ist er noch ein Köpfer. Und das ist die gemeinste und übelste Gaunerbande der ganzen Welt. In so eine Familie heiratet man einfach nicht. Die fressen dich auf mit Haut und Haar. Guten Appetit. Spielverderber. Nein, das hast du falsch verstanden. Sunny hat dir das alles aus Hass und Frustration angetan. Ich dagegen aus Liebe. Zu Julia? Nein, zu dir. Zu mir? Einen Unterschied konnte ich allerdings nicht feststellen. Das Ergebnis ist meines Erachtens das gleiche geblieben. Ich hoffe nicht, dass es so ist, Dad. Das Letzte, was ich will, ist, dir eins auszuwischen. Das war einzig und allein Sunny, das musst du mir glauben. Du meinst, damit ist es vorbei? Das wird dir jetzt ganz sicher überheblich vorkommen. Ich wollte dir nur helfen, in Frieden mit dir selbst zu leben und den Leuten, die du alle im Lauf der Zeit verletzt hast. Ganz bestimmt hättest du das Gleiche für mich getan. Ach du meine Güte. Soll ich dir nun dafür danken oder dich übers Knie legen? Ich bin hier nicht die einzige gespaltene Persönlichkeit, weißt du? Mein anderes Ich war nur ein einfacher Cowboy, der alles tun konnte und jeden hinterging, um so zu bekommen, was er haben wollte. Alles nur, um ein bisschen Kohle zu machen. Und dein anderes Ich ist ein Geschäftsmann, der dasselbe tun würde, bei dem es aber um wesentlich größere Summen geht. Sunnys 5 Millionen kann man nicht als Kleingeld bezeichnen. Sunny Sprocket war genauso wenig mein wahres Ich, wie der Geschäftsmann Capwell dein wahres Ich ist. Ich hoffe nur, in einem Punkt sind wir uns ähnlich. Für mich wäre das sehr wichtig. Und zwar, dass wir im Inneren doch das Bedürfnis haben, das Richtige zu tun und auch danach handeln. Ich versuche nur, dir die Möglichkeit dazu zu geben. Es freut mich, dass wir uns begegnen. Cruz hat viel von Ihnen erzählt. Ich wünschte, das könnten wir auch von Ihnen sagen. Tja, ich bin sicher, Sie haben viel zu reden. Ich werde jetzt etwas joggen. Wir sehen uns ja noch später. Guten Morgen.
Möchtest du gern anfangen? Oh, nein, nein, ich lasse dir gerne den Vortritt. Wer auch immer Madame X ist, würdest du uns verraten, was sie hier sucht? Sie hilft mir bei einem Fall. Sie ist bei der Polizei? Nein, aber sie hilft mir trotzdem. Wir zwei arbeiten sehr eng zusammen. Offensichtlich. Die Art der Untersuchung macht es erforderlich, dass sie für einige Zeit hier wohnen wird. Ist das oft so, dass deine Mitarbeiter hier übernachten? Nein, nur wenn es notwendig ist. Das ist etwas schwer zu verstehen. Das geht mir genauso. Cruz, du hast behauptet, dass es für dich wichtig wäre, hier zu bleiben und nicht mit ihnen nach Paris zu gehen. Ging es dabei wirklich nur um deine Arbeit? Ich weiß nicht, woran du arbeitest, aber es muss sehr wichtig sein, wenn es dich von deiner Frau fernhält. Es hat etwas mit Adriana zu tun, es ist doch so. Wieso ist diese Frau in eurem Haus und wie kann sie dir in diesem Fall denn behilflich sein? Dein Platz ist bei Eden. Du musst ihr zur Seite stehen. Es gibt einen Grund. Die Frau ist eine Seherin. Sie hat Adriana gesehen. Sie glaubt, und das tue ich auch, dass es sein könnte, dass Adriana noch am Leben ist. Keine Bange. Ich habe schon gesehen, dass der Fall wieder aufgenommen worden ist. Ich habe nichts damit zu tun. Ich wusste ja nicht einmal, dass schon es eine gut, Kopie ich von ich weiß doch längst, dass du nichts damit zu tun hast. Mason war es. Er hat Julia die Kopien zugespielt. Und er hat mir die 5 Millionen $ wiedergegeben. Jetzt fantasierst du doch etwas zu sehr. Doch, aber du willst sie sicher behalten. Von dir erwarte ich auf keinen Fall plötzliche Einsicht. Keine Sorge. Deine Hälfte des Geldes habe ich abgeschrieben. Was ich nicht abgeschrieben habe, ist Brandon. Lass bitte den Jungen aus dem Spiel. Mason war geisteskrank, als er versucht hat, mich zu erpressen. Und du bist die Einzige gewesen, die ganze Zeit davon gewusst hat. Du hast ihm nicht geholfen, sondern ihn nur ausgenutzt. Du hast Sunny zur dominierenden Person gemacht und Mason zu einem Gefangenen in seinem eigenen Körper. Dafür bist du verantwortlich. Durch dich wurde Sunny lebendig. Ja, das war ein Fehler. Und den mache ich bestimmt nie wieder. Genauso wenig mache ich einen Fehler mit Brian. Du wirst das nicht schaffen. Gina, am besten du packst schon mal seine Sachen. Der Spuk ist vorüber. Bald wird er mir gehören. Du hast ihr wirklich Kopien gegeben? Und wenn es so wäre? Das wäre für Sunny typisch gewesen, aber für dich? Das kannst du nicht fassen, hm? Aber das war Sunny. Warum solltest du denn so etwas tun? Es ist klar, dass dir das Vorstellungsvermögen dafür fehlt, dass ich jemals etwas wirklich Ehrenhaftes tun könnte, nicht wahr? Aber daran wirst du dich gewöhnen müssen. Ich werde das Möglichste versuchen, um die Sachen wieder gut zu machen, die Sunny hier bei den Leuten angerichtet hat. Es ist das Mindeste, was ich tun kann, um ihnen zu helfen. Vielleicht solltest du auch darüber nachdenken. Von mir bekommt niemand etwas zurück. Na gut, ganz wie du meinst. Es gibt noch andere Möglichkeiten, dich zum Zahlen zu bringen. Du machst Witze, eine Hellseherin? Das ist mein voller Ernst. Jetzt ist mir auch klar, wieso du in letzter Zeit diese Bücher liest. Ja, ich hatte auf einmal das Gefühl, über seherische Fähigkeiten zu verfügen. Das klingt verrückt. Und deswegen bist du nicht bei Eden? Cruz, das ist nicht richtig. Du glaubst doch nicht etwa, dass zwischen dieser Frau und mir etwas ist. Nein, das glaube ich nicht, aber ich mache mir Sorgen um dich. Du klammerst dich an Hoffnungen, die nicht in Erfüllung gehen. Komm endlich zu dir. Du musst endlich einsehen, dass Adriana nicht mehr da ist. Solange die Möglichkeit besteht, dass sie noch lebt, werde ich weitersuchen und die Hoffnung niemals aufgeben. Was für eine Möglichkeit glaubst du an Kristallkugeln, Teeblätter und Seancen? Bestimmt hat er noch einen anderen Grund. Mein Junge, hilft es dir, mit allem etwas besser fertig zu werden? Ja, Mama. Ich muss weitermachen, solange ich nicht weiß, was passiert ist. Ich muss einfach genau wissen, was geschehen ist, sonst werde ich nie zur Ruhe kommen. Wessen Einfall war das? Was spielt das für eine Rolle? Diese Hellseherin nutzt dich nur aus. Glaubst du, ich lasse mich von ihr übers Ohr hauen? Ich habe diese Frau natürlich überprüfen lassen. Sie hat seherische Fähigkeiten und sie hätte uns auch schon öfter helfen können. Eine der Personen hat sie deutlich sehen können und wir ließen diese Phantomzeichnung machen. Es soll Adrianas Amme sein. Wenn wir diese Frau finden können, haben wir auch eine Chance, unser Baby wiederzubekommen. Wen sehe ich denn hier? Ich bin überrascht, dass Sie mich nicht vergessen haben. Ich vergesse nie ein Gesicht. Besonders nicht jemanden, der seine Drinks mit $100-Scheinen bezahlt.
Ich habe mich noch nicht an das Geld in diesem Land gewöhnen können. Sie gehen richtig mit Geld um, wenn Sie mit Hundertern bezahlen. Sind Sie schon lange in der Stadt? Nein. Sind Sie geschäftlich hier? Ja, kann man sagen. Hoffentlich sind Sie nicht auf der Durchreise. Oh, amerikanisches Kleingeld ist schrecklich unübersichtlich. Wollen Sie telefonieren? Hier, das geht auf mich. Nein, danke. Hier kann man rüber. Ist das ein schöner? Ich hoffe, du hast das Ding. Sie wird sich einsam fühlen, jetzt zu Anfang. Alle ihre Freunde sind ja hier. Wir könnten ihr doch etwas schreiben, dann hat sie gleich einen Willkommensgruß, wenn sie zu Hause ist. Was meint ihr? Ja. Gute Idee. Ich hole Papier. Was ist das hier? Fotos? Ja, Roger hatte sie vorbeigebracht. Ich hatte sie auf den Schreibtisch gelegt, aber dann total vergessen. Entschuldigung, tut mir leid. Ich werde sie ansehen, damit ich mich an den Abend erinnere. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ich eine intime Unterhaltung mit der Bowle hatte. Mal sehen, was ich verpasst habe. Oh, hier sind der König und die Königin, die für ihre Untertanen posieren. Ihr seht etwas verlegen aus, Hoheit. Ein erbärmliches Foto. Oh, armer Michael, er musste mich aufrecht halten. Ihr scheint euch amüsiert zu haben. Nicht sonderlich. Seht euch das hier an. Da ist diese berüchtigte Partybowle und die Drachenlady kann man auch ganz deutlich im Hintergrund erkennen. Oh, das Foto ist irgendwie ganz schön. Was machst du da, Scott? Rückst du ihr die Krone gerade? Ich weiß das nicht mehr. Also, ich finde es niedlich. Wir sollten ein paar Abzüge davon machen lassen. Alvarado Klinik? Am Apparat. Gut, ich komme zu Ihnen. Wer war das denn? Das war Cici Kepfer. Er will mit mir sprechen. Sei vorsichtig. Ist schon gut, ich pass schon auf. Ich meinte nicht Sie, du bist verwundet. Oh, hatte ich glatt vergessen. Sie umarmt jeden Menschen, den sie liebt, und das würde ich auch gerne tun. Ich auch. Warum kommst du nicht ein bisschen näher? Sind denn Besuche von der Partnerin erlaubt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber ich meine, es muss ja auch keiner erfahren. Ich würde gerne etwas wissen. Dann bring Samantha in den Kindergarten, lass die Jalousien runter, mach das Licht aus und wir finden's raus. Oh, ich sehe schon, es geht dir besser. Ich wollte dich eigentlich nur etwas fragen, wegen Sunny. Wir waren nur gute Freunde, darauf hast du mein Wort. Ich meine es ernst. Ich weiß, du hast dich viel mit ihm unterhalten, bevor du angeschossen wurdest. Ich wollte wissen, ob du seitdem eventuell nochmal mit ihm gesprochen hast. Das könnte ja sein. Du hast große Angst, dass er nochmal auftaucht, nicht wahr? Was kann ich denn nur tun, damit du weißt, dass er verschwunden ist? Wenn du jetzt einen Blick auf mich wirfst, was kannst du dann sehen? Den Vater meiner Tochter und den Mann, den ich liebe. Und sonst niemand. Und der hat vor, den Rest seines Lebens damit zu verbringen, wieder gut zu machen, was er dir angetan hat. Was denn, nur den Rest? Zwei Dinge solltest du wissen, Julia. Sonny Sprocket kommt nie wieder zurück. Und ich werde dir sicher nie wieder wehtun. Nein, nicht heute. Wir müssen über etwas reden. Sie müssen reden. Ich kann nur Trübsal blasen. Das ist es ja, worüber wir reden müssen. Lassen Sie mich in Ruhe. Es ist etwas geschehen, was ich in einer Million Jahre nicht erwartet hätte. Haben Sie aufgehört, sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen? Nein. Ich habe zu meiner Verwunderung festgestellt, dass wir etwas gemeinsam haben. Niemals. Natürlich bereitet mir dieser Gedanke Übelkeit. Tut mir leid, wenn Ihnen gewissermaßen etwas hochkommt. Wie konnte ich mich nur so weit herablassen? Das weiß ich auch nicht, aber ich platze schon vor Neugier. Verraten Sie es mir? Wissen Sie, wir wollen doch beide Sunny zurückbekommen. Sie sind also auch scharf auf ihn. Lassen Sie mich das anders ausdrücken. Ich will genauso wenig wie Sie, dass Julia ihn zurückbekommt. Wieso?
Das ist doch offensichtlich. Ich verstehe Sie genauso wenig wie sonst auch. Naja, Sie wollen nichts mehr als eine Capwell sein. Und ich will, dass Julia keine Capwell wird. Das macht uns doch zu Schwestern, nicht wahr? Auch wenn das reichlich widerwärtig ist. Tut mir leid, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Glauben Sie, ich würde mich derartig demütigen, wenn ich vollkommen ohne Hoffnung wäre? Jede Hoffnung, Sunny zurückzukriegen, ist heute Morgen wie eine Seifenblase zerplatzt. Wieso denn? Ich bin heute ins Krankenhaus gefahren, als ich hörte, dass es neue Beweise gibt und dass sie den Capwell-Fall wieder aufrollen. Ich nahm an, dass Sunny damit zu tun hatte. Aber Mason sagte, er wäre dafür verantwortlich. Sunny ist weg und er kommt nie wieder. Ach, das ist die unmöglichste Einstellung, die ein Verlierer überhaupt haben kann. Ich weiß, wann ich verloren habe, im Gegensatz zu Ihnen. Tja, das darf doch nicht wahr sein. Sie sind doch keine Frau, die einen Mann aufgibt, nur weil er sich vorübergehend abgemeldet hat. Für immer, nicht nur vorübergehend. Mhm. Und das stecken Sie so einfach weg. Haben Sie eine bessere Idee? Natürlich. Losgehen und kämpfen. Inzwischen fehlt mir der nötige Kampfgeist. Wo bleiben Ihre berühmten Einfälle, Ihre Blutrünstigkeit, Ihre angespitzten Krallen? Diesen Mann dürfen Sie nicht aufgeben. Er gehört Ihnen. Lassen Sie sich was einfallen. Selbstmitleid passt einfach nicht zu Ihnen. Na los, ziehen Sie in den Kampf und holen Sie sich, was Ihnen zusteht. So, Sie sind also neu in dieser Stadt. Sie brauchen doch sicher jemanden, der Ihnen alles zeigt. Das würde ich gerne tun. Wenn ich tatsächlich einen Reiseführer brauchen sollte, dann finde ich einen. Aber ich zeige Ihnen Orte, die Ihnen kein Reiseführer zeigen könnte. Genau deswegen lieber nicht. Sie sagen doch ja, nicht wahr? Ich habe verstanden. Wie bitte? Sie haben innerhalb der letzten 5 Minuten mindestens 5-mal einen Blick auf die Uhr geworfen. Lassen Sie mich abblitzen oder müssen Sie ein Flugzeug erreichen? Oh nein, ganz und gar nicht. Ich finde, Sie sind ein äußerst attraktiver Zeitvertreib. Das freut mich. Sie können etwas Ablenkung vertragen, nicht wahr? Haben Sie ein Problem? Haben wir das nicht alle? Sie wissen ja, was man so sagt. Barmänner können ausgezeichnet zuhören. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Sie auch immer eine gute Therapie zur Hand haben. Ist das nicht so? Meine Couch steht zu Ihrer Verfügung. Ein andermal. Ich muss jetzt wirklich gehen. Herzlichen Dank für Ihre Gesellschaft. Werde ich Sie wiedersehen? Danke, dass Sie gekommen sind. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Kommen Sie gleich zur Sache. Sie können sich die Zeit und die Mühe sparen, falls Sie uns ausreden wollen, den Fall durchzuziehen. Das hatte ich bestimmt nicht vor. Und was hast du vor? Ich hätte gern die Chance, es wieder gut zu machen. Wie meinen Sie das? Ich bin bereit, jedem der Kläger eine Abfindung zu zahlen, Ihnen auch. $2 Millionen für jeden. Das ist typisch. Wofür? C.C. Capwell versucht mal wieder, seine Unschuld zu erkaufen. Nein, diesmal habe ich das nicht vor. In diesem Fall geht es um mehr als nur Geld. Sie nehmen natürlich an, man könnte die Leiden von Menschen mit ein paar Millionen Dollar aufwiegen. Sie haben nicht das geringste Gefühl für andere Junger Leute. Junger Mann, es wäre nett, wenn Sie mich ausreden ließen. Wieso? Das habe ich alles schon mal Wir gehört. Wir werden zuhören. Zusätzlich zu diesen Abfindungen würde ich öffentlich mein Bedauern über die Vorfälle ausdrücken und meine Fehler eingestehen. Na sicher. Ich meine das ernst. Ich bin gewillt, zu übernehmen für das, was auf den Bohrinseln passiert ist. Und wenn Sie denken, das wäre nicht genug, dann bestehe ich darauf, dass Sie unverzüglich Anklage erheben. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich nicht das Geringste tun werde, Sie davon abzubringen. Ich werde mich schuldig bekennen und jede Strafe, die das Gericht für angemessen betrachtet, annehmen. Das ist alles, was ich Ihnen sagen wollte. Und nun machen Sie, was Sie für richtig halten. Mir verschlägt es die Sprache. Gebt mir nur so schnell wie möglich eine Antwort. Lass uns einen Moment überlegen. Natürlich. Danke. Na bitte. Thank you.
Entschuldigen Sie die Aufmachung, Doktor. Ich hatte eigentlich nicht vor, Sie anzurufen. Es ist nur besser, wenn ich mich für ein paar Stunden vom Crews Haus fernhalte. Hat es Ärger gegeben? Ich will nur seiner Familie aus dem Weg gehen. Ja? Na, so erfahre ich wenigstens, was es Neues gibt. Setzen Sie sich. Sagten Sie was? Ich hatte mich nur gefragt, ob Sie immer noch Visionen haben. Ja, das habe ich. Und zwar stärker als jemals zuvor. Endlich hat Cruz Vertrauen zu mir und das hat meine Vision doch sehr positiv beeinflusst. Ja, so ist das in den meisten Fällen. Ja, ich kann mir nicht helfen. Ich habe das Gefühl, dass etwas ganz Besonderes mich und Cruz verbindet. Er braucht mich so sehr. Ihnen scheint diese Verbindung nicht gerade angenehm zu sein. Ich hatte es mir nur etwas anders vorgestellt. Es ist natürlich, dass man sich zu Ihnen hingezogen fühlt, aber Sie dürfen lassen. Sie sind die Gebende in dieser Beziehung und Sie dürfen Ihre eigenen Bedürfnisse nicht vernachlässigen. Das auszubalancieren ist in bestimmten Situationen sehr schwierig. Sandra! Sandra! Dr. Morrissey! Was ist denn los? Ich weiß nicht genau, tut mir leid, ich muss gehen. Ich rufe Sie an. Es wird langsam Zeit, aufzustehen. Du hast recht. Vielleicht sollten wir auch mal... etwas arbeiten. Etwas arbeiten? Was denkst du, werden wir immer so glücklich sein wie heute? Nein, mit Sicherheit nicht. Es wird noch viel besser. Noch viel besser werden? Ja. Erzähl weiter. Was kommt nach Hawaii? Wir werden um die ganze Welt reisen, um uns nach und nach die schönen Orte anzusehen, über die wir in den Büchern etwas gelesen haben, weißt du noch? Davon träumten wir doch früher schon immer, oder? Wir finden einen wunderbar romantischen Ort und wenn wir ihn gefunden haben, dann werden wir heiraten. Und was dann? So weit kann ich nun auch nicht voraussehen. Ich kann das. Ich arbeite dann in der Agentur. In der Detektivagentur? Doch, ja. Ich habe schon als Kind davon geträumt, so zu sein wie Nick und Nora Charles. Oder wie Emma Peel und John Steed, ja. Interessant. Aber wenn du so viel vorhast, bleibt dir keine Zeit für Kinder. Ich dachte die ganze Zeit, wir wollten Kinder haben. Und wenn es geht, gleich eine ganze Menge. Natürlich werden wir das. Darauf kannst du dich verlassen. Aber ich möchte gern alles. Dazu gehören auch viele kleine Crews, die ums Haus laufen. Geht in Ordnung. Aber ein paar von ihnen sollten auch so sein wie du. Ob das richtig ist? Womöglich finden die da oben, dass wir zu viel wollen und dann nehmen sie uns alles weg. Nein, das denke ich nicht. Wir mussten so viel durchstehen. Nach dem zu urteilen, was uns schon alles passiert ist, sollten wir doch alles Glück der Welt haben. Denk an meine Worte. Gewonnen. Was sagt ihr dazu? Yes! Was ist? Ist das nicht fantastisch? Oh, wir haben es geschafft. Lass mich runter. Wovon redest du? Was ist passiert?
Du warst doch sonst nicht so glücklich, wenn du dich mit Capwell getroffen hast. Dieser Mann steckt voller Überraschungen. 2 Millionen für jeden. Celeste, können Sie vielleicht verstehen, wovon dieser Mann redet? Nicht im geringsten. Es ist nicht zu glauben. Ja, ich glaub's tatsächlich nicht. Der berüchtigte C.C. Capwell, Geißel der sich zu Tode schuftenden Menschheit, macht einen unglaublichen Schritt vorwärts und bricht mit seiner Geschichte des Geldscheffelns. Hör auf, uns auf die Folter zu spannen. Was hat er denn gesagt? In Ordnung, seid ihr soweit? Er hat sich bereit erklärt, öffentlich seine Schuld an dem Tod der Bohrinselarbeiter einzugestehen. Und außerdem lässt er den Familien eine großzügige Entschädigung zukommen. Wie großzügig? Jede bekommt 2 Millionen. Was sagt ihr dazu? Oh, das ist eine hervorragende Entschuldigung. Scott, das macht dich zum Millionär. Ja, das sieht ganz so aus. Meinen herzlichen Glückwunsch, Scotty. Vor allem, dass du Cici dazu gekriegt hast. Den Familien wird das unheimlich viel bedeuten. Ich meine nicht nur das ja, Geld. Ja, das ist richtig. Zwar wird es die Väter und Ehemänner nicht wieder zurückbringen, aber dafür kann man sich mit dem Geld einige Träume erfüllen. Ich werde jetzt sie zu dir sagen müssen. Ja, na los, lasst uns ganz fürchterlich ja, feiern. Ja, lass uns das machen. Wir feiern ganz groß mit Champagner und Kaviar. Wir ziehen uns fein an und gehen Willst zusammen. Du das wirklich so machen? Ich weiß Ach nicht. Nein, warum machen wir nicht ein Fest für die ganze Straße? Wir laden alle dazu ein. Das ist eine tolle Idee, das machen wir. Wir werden alle zusammen feiern. Ja, jeder bringt was zu essen mit und es gibt Musik. Ja. Eine Kapelle bestellen, das wäre sicher lustig. Ach nein, so macht das keinen Spaß. Wir sagen einfach allen Leuten, sie sollen ihre Lautsprecher in die Fenster stellen und schon haben wir... Wir stellen alle denselben Sender ein und dann tanzen wir. Ja. Wir könnten überall vor die Häuser Tische stellen für das Essen und den Champagner, wie wär's? Oh nein, Liebling, das ist nicht gerade die Champagnerseite der Stadt. Jetzt ist sie's doch. Weißt du, wir können... Nein, ich denke, die meisten von den Leuten trinken gerne Bier. Ja, und zwischen den Häusern hängen wir Lichter auf, so wie ja, wir Ja, genau, wir fangen gleich an zu telefonieren. Oh ja. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Es ist surreal gewesen. Catherine war dort, das weiß ich ganz sicher. Ich habe ihre Anwesenheit gefühlt. Es war so, als ob ich auf ihrem Barhocker gesessen hätte. Ich habe ganz genau ihre Uhr auf dem Arm erkennen können. Und ich habe ihren Campari getrunken. Ist alles in Ordnung? Meine Güte, du glühst ja. Ja, ich glaube, ich habe etwas Fieber. Ganz so aus. Leg dich hin, ja? Ja, danke. Leg die Füße auch. Ich verstehe gar nicht, was mit mir los ist. Ich werde mal ein Tuch holen. Es läuft ja richtig in Strömen. Das tut sehr gut. Was war denn los? Was willst du wissen? Am besten du fragst. Ich will genau wissen, was heute Abend alles geschehen ist. Ich weiß nur noch, dass ich dieses Parfum auf einmal ganz deutlich bemerkt habe. Und ihren Campari konnte ich schmecken. Ich konnte alles so sehen, wie sie es gesehen hat. Aha. Hast du jemanden sehen können, mit dem sie geredet hat? Nein. Und gehört hast du auch keinen? Eine Stimme, die du erkennen konntest? Nein, auch nicht. Gibt es nichts, was du damit in Zusammenhang bringen könntest? Irgendeine andere Person? Nein, ich weiß nicht. Ich habe dir alles gesagt, was ich gesehen habe. Da haben wir nicht viel. Wieso fragst du mich das alles? Das ist, als ob ich eine Verdächtige wäre. Und was soll ich stattdessen tun? Als ein Polizist solltest du die Frau suchen. Das verstehe ich nicht. Oder willst du Zeit schinden? Warum sollte ich das denn tun? Weil du vielleicht doch noch Zweifel hast. Habe ich recht, Cruz? Du glaubst mir immer noch nicht, oder? Ja, hallo, hier ist Castillo. Ich möchte, dass ein Fahndungsbefehl rausgeht. Dringst du auf deinen siegreichen Feldzug? Du
wolltest doch nie wieder einen Fuß in dieses Haus setzen. Gelübde sind dazu da, um sie zu brechen. Das müsstest du am besten wissen. Was willst du hier, Sophia? Die Nachrichten haben etwas über dich gemeldet. Man hat die Anklage gegen dich wieder zurückgenommen. Und weißt du auch warum? Du würdest deine Schuld zugeben, sagen sie. Und du würdest eine Wiedergutmachung an die Angehörigen der Opfer dieses Unfalls zahlen. Du brauchst gar nicht so überrascht zu tun. Was ist passiert? Genau das, was du gehört hast. Zum ersten Mal waren die Medien mir gegenüber völlig korrekt mit ihren Meldungen. Es geschehen doch noch Wunder. Oh. Du willst nicht glauben, dass ich mich einmal im Leben menschlich verhalten habe. Ich kann es dir nicht verübeln. Ich finde, das ist ein sehr trauriges Bild unserer Partnerschaft. Das waren so viele gemeinsame Jahre. Aber ich konnte so viel bitten, wie ich wollte. Niemals gab es für dich einen Grund, etwas zu ändern. Wir haben uns gestritten, bis wir nichts mehr gemeinsam hatten. Na gut, wir hatten noch eine gemeinsame Vergangenheit, aber auch das hat dich nicht dazu gebracht, dich zu ändern. Wer hat das geschafft, Sissi? Das möchte ich wissen. Mason. Oh, das nennt man Ironie des Schicksals. Schwarzes Schaf rettet Oberhaupt der Familie. Naja, Hauptsache, es funktioniert. Eines wüsste ich sehr gern. Wo ist Mason gewesen, als wir ihn gebraucht haben? Ich brauche einen Plan. Ich habe gehört, Sie brauchen Hilfe. Ja, stimmt. Ich vermisse jemanden. Und wie ist sein Name? Sonny Sprocket. Kommt er Ihnen bekannt vor? Wie soll der Kerl denn aussehen? Wenn Sie mich so fragen, er sieht Ihnen auffallend ähnlich, allerdings bevorzugt er Westernkleidung. Wie sieht's aus? Läuten da nicht ein paar Glocken bei der Beschreibung? Nein, leider nicht, Herzchen. Vielleicht hilft Ihnen das auf die Sprünge. So, wie heißen diese Schnüffler? Mason. Na los, rücken Sie mit der Sprache raus. Wie heißen Sie? Mason. Sagen Sie sofort Ihren Namen. Ich heiße Mason. Plan B. Mach ihn lebendig! Gib Sunny Leben! Sieh, was geschehen ist jetzt nicht gut zu machen. Es ist menschenlos, zuweilen unbedacht zu tun, was man hernach Richard der Dritte. Ach, Sunny, wie bekomme ich dich jemals zurück? Du errätst nie, was los ist. Ich brauche nicht zu raten, es war in den Nachrichten. Du kannst mir gratulieren, obwohl ich dafür ja nicht allein verantwortlich bin. Herzlichen Glückwunsch. Du brauchst nicht so überschwänglich zu sein. Ich bin entzückt zu wissen, dass du endlich aus dem Kreuzfeuer bist. So hat deine Karriere doch wenigstens noch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Aber? Ich bin der Ansicht, dass CC die größte Vorstellung seines Lebens abzieht. Da kommt doch nicht mal sein Sohn mit. Alle haben was zu kritisieren. Du hast mich gefragt. Wann wirst du die Capitals endlich von der schwarzen Liste streichen? Vielleicht, wenn sie ihre Organe wissenschaftlichen Zweck zur Verfügung stellen. Ich hoffe, das ist bald der Fall. Möglicherweise sage ich dann etwas Nettes über diese Familie. Bis dahin sage ich, was ich denke.
Es zeichnet sich ein Trend ab. Lauter Happy Ends, wohin man auch sieht. Du wirst sicher auch noch ein Quäntchen ergattern. Wenn ich sie erschreckt habe. Ich wollte sie nur... Oh nein! Sandra? Was ist denn los? Oh mein Gott, Cruz! Sie ist tot! Viele Menschen kennen das aus ihrer Partnerschaft. Am Anfang, als die Liebe noch loderte, schlugen die Flammen der Begeisterung füreinander hoch. Und zum Schluss dann blieb nur noch ein leichtes Glühen übrig. Unser Thema heute bei Hans Meiser ab 16 Uhr live mit vielen interessanten Gästen. Liebe ohne Lust. Sex auf kleiner Flamme.